Ich habe. Was, wie viel eigentlich für ein Efficiency Buch? 20, das wäre 1 zu 1. Wenn du einen Amboss willst, dann rück Okay, 2 raus. okay. Wie viel Eisen hast du? Ich habe gerade, aber ich kann nochmal in der Base, habe ich sogar noch mehr. Warte mal kurz. Ich habe einen Stack, habe ich. Okay, dann dafür kriege ich 40. Ja. 50, 60. Dann würde ich 60 nehmen. Würdest du mir die 4 so auf, weißt du, so auf Gönjamin geben oder bist du da hart? Also wenn wir komplett gleichwertig traden können, brauchen wir gar keinen Spielraum dazwischen. Dann hebe ich die Okay. nochmal auf. Dann muss ich das nächste Mal weniger holen, weil das ist jetzt ja komplett exakt auf gleiche, auf Auge. Richtig gut. Dann danke ich dir für diesen fairen Handelspakt. Kein Problem. Ach so, du müsstest mir aber noch 10 Eisen wiedergeben. Du hast mich meinen Amboss jetzt zerfreddert. Da steht noch ein Schild von dir. Hä? Ich hab dir wirklich. Jetzt mal ernst? Ist das wirklich. Ja, also ich Trollst du hab. gerade? Nee, ich hab mich heute eingeloggt und das Schild war da. Das ist nicht. Also, das ist wirklich nicht von mir. Dann muss ich mal gucken, ob wir Block-Logging drauf haben. Dann könnte ich gucken, wer es da hingesetzt hat. Ja, kannst du das jetzt schnell gucken? Und ich Nee, möchte ich weiß wissen, nicht, ob wir das wer drauf haben. Hofmann Und betreibt. wir hatten das in Craft. Ich weiß nicht, ob wir das Plugin drauf haben. Und ich weiß auch nicht mal, wie Ich es glaube. geht. Wer war das? Ich glaube, das war Fabo. Ja, vielleicht ist irgendwo ein Stream passiert. Dann wissen es auch die Zuschauer. Irgendein Chat, weiß wer? Ich könnte ja. Ja, ich weiß wirklich nicht, aber ich könnte ja trotzdem dich entschädigen, wenn Fabo hier Zap-Zap macht, weißt du? Ich weiß es nicht. Also so ein Amboss kostet 31 Eisen, ne? Ich bin wiedergekommen, der war weg. Ja, der Und es ist auf andere deinen Namen gerade Amboss. irgendwie, ne? Das ist halt so, es macht die Sache nicht Nee, leichter. nee. Also, aber jeder kann ja ein Schild schreiben. Ich habe wirklich nicht. Ich würde es ja Ja, okay. zugeben, wenn ich es wäre, weil ich habe ja das Schild schon geschrieben. Ich würde mich ja dann. Ja, das gut Weißt sein. du? Aber ich kann dir das geben. Nein, Aber ich passt frage mal, schon. warte, ich Ich muss habe kurz jetzt, ich Fabo hab mir einen fragen. neuen gemacht, der steht ja jetzt da. Okay, Vorhin. tut mir leid für den Verlust. Ich war das wirklich nicht. Also, ich habe, weißt du, da, Okay. ich habe viel zu sehr Respekt vor dir, weißt du, dass ich das machen würde. Okay, meinst du etwa, was war gestern nochmal mit der Enderkiste und den Villagern und alles? Gestern war doch auch ein bisschen Chaos, da. Villager wurde runtergeschoben von Stegi, war ich nicht dabei, aber ich habe eine Enderkiste abgebaut, aber ich dachte, das geht nicht. Also ich wollte die Grenzen testen. Ich bin ja ein junges Spielkind. Ich bin ja ein junger Bube, ich bin ja erst 19, weißt du, und ich habe noch Flausen im Kopf. Okay, möchtest du nochmal neue Grenzen testen? Komm, machen wir mal einen Grenzentest machen, bist du dabei? Ja, okay. Aber ich glaube, die Mojang-Server sind down. Wenn du mich kickst, dann komme ich nicht mehr rein. Nochmal was? Ich glaube, die Mojang-Server sind down. Falls du mich jetzt kickst, dann komme ich, glaube ich, nicht mehr rein. Achso, nee, die werden nicht gekickt. Komm mal mit in den Hub. Und zwar, wir machen jetzt einen Test, okay? Ja. Ich habe Sicherheitsmechanismen eingebaut, damit man nicht mehr aus dem Spawn rauskommt und Nein! Bitte, Ha, es bitte! geht! Nein! Es geht! Oder? Hallo? Nein! Ja, es geht. Warte! Ja, manchmal, ich konnte man ganz. Okay, nee, es geht. Also, ich sag mal so, ich Eingesperrt. frage das jede Sekunde einmal ab. Wenn jemand rausgeht, weil damit das nicht permanent spammt. Ich könnte es aber natürlich aufteilen. Ich könnte es alle jede halbe Sekunde machen und dann kommst du nicht mehr raus wahrscheinlich. Ja, nee, das passt so, das passt so. Ja, aber das ist doch Du gut. hast mir die Ketten angelegt. Du lässt den Adler nicht mehr fliegen, Spark. Ja, also muss ich halt machen. Das ist halt meine Aufgabe. Ich saß bis morgen um 8 Uhr wieder dran und habe noch Updates geschoben. Also du sagst wegen mir, weil ich hier rausfliege einmal, musst du bis 8 Uhr wach bleiben? Nee, RV war schon draußen. Ich glaube, Tian war auch draußen. Veto war draußen. Basti Zocken, Groko waren draußen. Und weißt du, das ist kein Bahnhof. Du sagst es. Also das Problem ist halt, dass damit der World Spawn funktioniert hier, muss freier Muss Himmel oben drüber frei sein. sein. Ich kann keine Genau. Barrier-Blöcke machen, ich kann keine Glas, nichts. Es muss freier Himmel sein. Aber ich kann euch halt einschränken dann über Commands. Das werde ich jetzt einfach. Also, ich wusste schon, wie ich es machen will. Okay. Aber es macht Spaß, rauszufliegen, wieder resettet zu werden, oder? Ernst. Ja, du darfst ja nicht, Ja. gegen die Wand klatschen dann. Hier dann oben 2000 Level Ja, weg. jetzt würden die Leute probieren, wahrscheinlich eine Enderperle drauf zu werfen, aber dann steht man auch auf der richtigen Höhe und wenn die sogar hinten runterfliegt und man unten aufschlägt, dann wird man auch trotzdem hochgeportet. An alles gedacht, wirklich bis 8 Uhr gesessen, ist das krass. Ja, das ist meine Aufgabe. Ich weiß nicht, weißt du, wenn ich mir so Sachen keine Gedanken machen müsste, würde ich mehr Features machen. Oh, also bin ich jetzt schuld dafür, dass es weniger Features Nein, gibt. nicht du, ihr alle. Dich mit eingeschlossen. Nein, das stehe ich. Ich mache nie sowas, weißt du, ich respektiere die, weißt du, die, also die Barrieren, die du uns gibst. Ich bin im Rahmen.
Ich hätte das ja noch ohne Vorwarnung machen können, dass wenn jemand hochfliegt, einfach sofort stirbt. Ne? Also ich habe gemacht, cool. Wenn du rausfliegst, dann porte zurück. Ich hätte auch machen können, wenn du rausfliegst, dann stirb. Oh, das wäre cool. So nach dem Motto, er hat die sichere Sphäre des Hubs verlassen und ist erstickt. Ja, mach ernst. Das wäre cool und dann so eine Nachricht so, weißt du, so eine. Ja, aber Nachricht. Wenn das jetzt wieder nicht geschnallt wird und Leute das machen mit 10.000 Level, dann habe ich wieder das Geheule groß, ne? Nein, dann hast du einen richtig guten Clip und richtig viel Spaß. Ja gut, wenn ich nicht dabei bin, habe ich keinen Clip, also. Ja, okay, dann schier hoch, sage ich. Dann logge ich mich wieder, geh ich so um 13, 14, 15 Uhr an, guck so ein Dings und also Spark, ping, 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 ich habe 10.000 Level verloren. Oletian. Okay, dann. Ich muss jetzt mit dem Amboss arbeiten. Ja. Mach das. Ich danke dir. Ich werde mich nochmal melden für. Ich brauche 32 Diamanten. Kriege ich auch noch hin. Ich mach wieder ran. Also, wie gesagt, 32 Dias, das könnten wir wieder in Efficiency-Büchern oder vielleicht ein Mix zwischen Efficiency. Ich guck mal, was ich brauche. Ich mache mal eine Liste. Oh, die 16, die du mir gegeben hast, die habe ich alle schon verbaut für die Spitzhacke hier. Die ist Efficiency 5 jetzt. Das ist nice. Ja, mit dem Haste. Du hast eine Pickaxe gelevelt? Ja. So. 10k Level. Du bist Steinarzel. Ja, weil das ist deine Dia-Picke und mit Efficiency 5 und Haste kann ich Insta minen und deswegen habe ich jetzt meine Base ja so ausgegraben. Deswegen war so ein großes Ding, hast du ja gesehen. So, smart. Genau. Das macht ultra Bock, wie das Mining-Level hochgeht. So richtig so brrrt, immer so jeden Tick um 1 nach oben. Ultra geil. Welches Mining-Level bist du? Ah, gut, dass wir einen Status-Button haben. Ich bin Mining 38. Ich bin 40. Was bist du Foraging? 42. 52. Was bist du Farming? 3. 11. 1-0 für mich. Ja, Farming brauchst du jetzt nicht, also von daher. Ich glaube, morgen gibt's eine Farming. Gibt's einen Farming-Villager. So, bist du sicher? Ich sag, morgen wird hier so ein Melonen-Mensch stehen und mir so. Ist ja auch der Überzeugung, dass Melonen werden. 100%. Ja? Ich hab so dick reingefarmt, ich predikt so sehr. Denkst du, das werden Melonen oder was wird das? Ich habe mich einmal, gestern war das, glaube ich, versprochen und so, ne? Deswegen sind die Hühner jetzt halt auf Melonen. Nee, ich habe das nicht gesehen, aber ich denke halt, es wäre, guck mal, das Ding ist, ich bin in deinem Kopfspark, weißt du? Ich bin der einen Schritt voraus, musst du bedenken. Hm. Der erste Villager hat was mit unserem Mining-Zeug zu tun, logisch. Der zweite, Foraging, logisch. Dann ist das Logischste ja, das nächste irgendwas mit Farming zu tun hat. Oder, ja, nee, Farming. Was, wenn es einen Skill gibt, der noch gar nicht angezeigt wird und sich erst freischaltet? Oh, Schere heben, sage ich. Also kämpfen oder sowas? Ja, gut. Ich weiß, du musst halt bedenken, wie fleißig bin ich? Will ich für jedes Mob irgendwie was Eigenes einstellen, schon wieder, was es gibt? Das glaube ich, weiß ich nicht. Obwohl, doch, also Note, was sie gemacht hat, so viele Mob gibt es auch nicht. Ich muss jetzt nicht bei allen möglichen Mobs was einstellen, sondern bei den nötigsten gestern. Naja, ich sag mal, warte einfach mal ab und so. Ist immer alles offen. Ihr habt ja noch alle keine Ahnung, ihr armen Schäfchen. Also hast du mich gerade als Schaf betitelt. Ja. Ich bin der Wolf hier in dem Gehege, weißt du? Du bist der Hirte, aber ich bin dieser Schäferhund, weißt du? Und ich laufe um die Schafe rum. Flieg nochmal raus und dann erzähl mir nochmal, wer der Wolf ist. Ich bin im Hamsterrad. Er ist im Hamsterrad, ich sag doch. Ja, okay, du hast recht. Ich bin vielleicht doch ein Schaf. Okay. Ja. Dann danke dir. Ja, kein Problem. Ja, also wenn du Dias hast. Ja, dann ist jetzt meine Aufgabe als nächstes, dir die Teile zu machen, weil ich will auch die Bücher haben. Alles gut, dann habe ich jetzt was zu tun. Ich mach mich direkt dran. Ich fahr jetzt auch weiter. Okay, danke dir. Mhm.